zwei Dörfer. Wie komme ich denn jetzt von hier aus nach Oberriesling? Hanuf zu, ist der Bergenhof. Den Berg da? Zwei Familien, verfeindet bis aufs Blut. Und der neue Pfarrer gerät zwischen die Fronten. Was, ich soll zwei Gottesdienste halten? Hast du sicher? Wieso das denn? Mir hasset uns wie Pest. Es wird nichts. Ein dunkles Geheimnis. Der Kerl sich gar nicht auskennt. Was? Oma! Ein Baby. Ist Gott los? Was Gott los? Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Da Tochter kriegt sie Knöpfe und du bist Großvater. Und ein Testament. Was? Ja, der Vater hat anscheinend vor zwei Wochen ein neues Testament gemacht. Was? Sorgen für reichlich Zoff zwischen Ober- und Unterrieslingen. Das ist mir sowas von Schnurz. Der Herr Pfarrer versucht, Frieden zu stiften. Sie dürfen sich keine Schuld geben, Frau Rosbach. Aua. Entschuldigung. Und trotz aller Widrigkeiten? Entdeckt so mancher ganz ungeahnte Gefühle. Nein! Unser Serienspaß. Garantiert nicht akzentfrei. Verstehe ich doch. Keine Ahnung. Wir kommen wieder, wenn es da nicht mehr so nach Sau stinkt. Die Kirche bleibt im Dorf. Herzlich willkommen. Was würdest du denn jetzt gerne machen? Sind das meine? Ja, und ein alter Plattenspieler. Danke, dass du gekommen bist. Wird er bei dir wohnen? Wo soll er denn sonst hin? Mensch, dass dich überhaupt nicht verändert. Hätte nicht gedacht, dass du wirklich kommst. Warum? Reden wir über Verrat. Wer hat damals die Bullen gerufen? Hör endlich auf damit! Wir sind alle hier, um deine Entlassung zu feiern, dass du endlich draußen bist, in Freiheit. Und dir fällt nichts anderes ein, als diese alten Scheißgeschichten wieder rauszuholen. Ich hätte nicht gebeten, diese Leute einzuladen. Wie lange habt ihr euch jetzt eigentlich nicht gesehen, du und Inga? 18 Jahre. Sie hat nie von dir geredet. Erst Gregor hat mir von dir erzählt. Jens, habt ihr daran wirklich geglaubt? An Revolution und so? Ja. Ich fahr zurück, Ulrich. Ich melde mich, ja. An mich wird man sich erinnern. An dich nicht. Ist ganz banal. Ihr wart Killer. Es ist weg. Ist nicht mehr aufgetaucht. Ja, ich war dabei. Und ich bin raus, als es ans Killen ging. Ah! Damit du dich an mich erinnerst! Ich meine, es wäre echt wichtig. So als Zeichen, dass es dich noch gibt.
Ich gehe zu einer Party hier in Deutschland und kaufe einen Kasten Bier. Wie kann ich das machen, nicht, dass die Leute total ausflippen und sagen, nee, das trinke ich nicht. Wenn man hier mit Prost, mit dem Prost macht, stößt man so an. Bierkultur. Bier ist ein Nahrungsmittel, da ist alles drin, was der Körper braucht. Smells like pot. Wir hatten einen Traum, dass wir immer beste Freundinnen sind. Hier steht, dass Jungs keine Mädchen mögen, die zu ernst sind. Wo seid ihr gewesen? Wir sind einfach rumgelaufen, haben uns frei gefühlt. Die sowjetischen Raketen könnten die Vereinigten Staaten und Europa dem Erdboden gleichmachen. Ich finde, wir müssen was tun. Protestieren, meine ich. Die ganze Welt könnte jede Minute in die Luft fliegen. Sie hat recht. Die Situation ist sehr gefährlich. Wir haben nur ein einziges Leben. Darum müssen wir es genießen. Ich finde, Rosa hat einen schlechten Einfluss auf sie. Was kannst du uns denn nicht erzählen, Ginger? Was kannst du nicht sagen? Ginger ist vielleicht erwachsen genug, dass sie uns vor einer atomaren Katastrophe retten will. Aber sie ist auch noch jung genug, dass man sich um sie kümmern sollte. Ich liebte dich, Rosa. Doch wir sind verschieden. Du träumst von ewiger Liebe. Ich nicht. Trotz des Schreckens und dem Schmerz liebe ich unsere Welt. Ich möchte, dass wir alle leben. The circle being broken by and by, Lord, by and by. Eins fasziniert mich mein Leben lang: Amerika. Egal, wo man herkommt, du kommst dahin und kannst ganz von vorn anfangen. Amerika. Ja, es ist ein Land für Träumer. Hey, Cowboy. Die Frau
Fruchtblase ist geplatzt. Okay, ruhig bleiben. Bleib ganz ruhig. Ruhig, ruhig. Mabel! Ja! Nein, nein, ich will nicht über das Leben anderer Menschen entscheiden. Verstehe, du gibst mir die Schuld. Fuck you. Thank you.